blöde. Infizierte Viecher vereise ich. Natürlich. You're welcome, bitch. Oi. Romatra. Geh mal in den Nebenraum gleich. In welchen? Den hier? Chillig, oder? Das sieht sehr geil aus. Ich mag das Licht, Alter. Oh, ich war mute, lol. Schlecht. Das Licht sieht geil aus. Ich baue uns hier, ich baue uns hier hinten den, die Montana Black Produktionszentrale. Wie geht die? Hier ist alles mit LEDs, guck. Man hat LEDs in dem Game, Digga, wir sind im Garten. Wir bauen mit Gras. Du kannst Romatra fragen, das ist alles lila, blau. Das ist einfach der Montana Black Raum. Fühl ich aber auch. Bin auch Fan von Montana Black Raum. Ist da hinten, das Termitenlager ist nicht gekennzeichnet. Nee, ne? Hört ihr mich? Hi, moin. Ist es, hallo, ich bin mute, ich weiß. Ich hab mit dir geredet, du hast nichts gesagt. Oh, ich hab die ganze Zeit mit dir geantwortet, so schlecht. das Termitenlager, finde ich das? Ist das irgendwie an der Lampe der Nähe? Scheiße, was willst du da? Ganz mal kacke. Testen. Einmal testen. Was willst du da? Mit meinem Stab. Achso, dein Säurekodinger. Du bist richtig. Ganz in der Ecke der Map. Da spawnen die auch schon davor. Hat schon sehen, wie stark das ist. Ich bin hier richtig. Noch weiter, noch viel weiter. Geradeaus. Da, wo du jetzt hinguckst, geradeaus. Ja. Okay. Hier ist das zu essen, das ist wichtig. Du musst leider sterben. Ah, der macht mit auf den Baum klettern. Ah, jetzt ist er auf den Baum geklettert. Ich froh, wenn die Nacht weg ist. Ich würde Nacht gerne einen reinhauen. Für eine schwere Geburt. Aber dem AOE-Damage viel geiler. Hier an der Wand immer weiter, bis ich ankomme. Okay. Ding auch immun oder was? Noch keinen Schaden gemacht? Hä? Ey, könnt ihr euch noch an die Kabel erinnern, wo ich gesagt habe, die muss man bestimmt kaputt machen? Bei dem Riesenmixer, diese lilanen Riesenkabel? Ja. Die kann man einfach aufschlagen. Ach so. Ach, kacke. Soll ich machen? Darf ich? Ja. Soll ich warten auf euch? Ich bin gerade gar nicht da, mach ruhig. Das dauert auch. Also diese riesigen lilanen Kabel. Ich hoffe, ihr erinnert euch mit diesem Kupferdraht in der Mitte. Ja, ja. Darf ich mal stimmt, das Science raus. Maybe kommt das Science raus. Das dauert richtig lange, die haben richtig Leben. Hä? That tastes really good. Sache. Die Waffe ist giga verbuggt. Wollt ihr nicht? Wollt ihr mir auch dran machen eigentlich? Unglaublich verbuggt. Warum? Die connected nicht. Der Scheiß viel stärker. Ist der auch immun? Als ob hier alle immun sind gegen Stun, hä? Ne, auf am Arsch. Ich bin immer noch auf dem richtigen Weg. Ich laufe immer weiter an der Wand. Das kann nicht sein. Oder was ist das hier hinten? Holz auf dem Eingang. Ohne HP. So weit ist das weg?
Ja, hier bin ich tatsächlich richtig. Let's take a look. Snowfresse mitnehmen? So, jetzt will ich mal gegen die Termiten testen. Der Stab ist geupgradet, ja. Einfach zur Seite laufen, das macht ja gar keinen Sinn. Und? Also der Säurestab ist Arschritze, würde ich sagen. Der ist nur zum Weglaufen gut. Zum Fick bin ich da hochgekommen, oder? So, ich wurde hart weggeBSG'd. Und gespoilert. Wieso? In Bezug auf diese Dinger, die ich hier gerade kaputt schlage. Wollt ihr es wissen? Du meinst die Brocken zum Upgraden? Diese lilanen Kabel bei der Mixermaschine. Ach so. Die ich hier kaputt geknüppelt habe. Das ist irgendwas Story-Relevantes. Ja. Aber ich kann euch sagen, ich wurde gespoilert in dem Sinne, dass man die nicht zerstören soll, sondern verteidigen. Ach so, ja gut. Aber du kannst sie wahrscheinlich auch wieder reparieren. Nehme ich an mit dem Werkzeug. Aber ich habe unnütz draufgekloppt. Das will ich damit sagen. Das klingt wiederum klar. Max Rehe wieder mit Ameisen. Cross the map. Nicht witzig, bin ich. Ich bin bei den Ameisen. Bin tot. Hä? Bin in eine Steckdose gelaufen. Ah. Und da stirbt man. Gamer, dankeschön für 42 Monate. Liebe geht raus. Also merkt euch, Steckdosen sind Feinde. Keine gar nicht Freunde. Mal so nice tatsächlich. Ich bin einfach sofort elektrisiert tot. Das wusste ich nicht. Funny. Kosten der Rüstung dann halt am Ende des Tages, ne? Egal. Schwer zum Vergleich? Kann ich einfach so töten? Kann ich mich gegen die heilen vielleicht? Boden braucht G zu dem Time, ne? Ja. Bitte? Boden brauchst du, ne? Immer mitnehmen, sagst du. Oder was? Von den Termiten, die Brocken. Ton, dachte ich. Ach, Ton, ja. Ja, Ton, bitte mitnehmen. Hier ist eine Wolfsspinne. Boom, ein Schuss, Hälfte Leben weg. Wolfsspinne. Aber Wolfsspinnen sind auch nicht mehr so krass. Also die sind gar nicht mehr krass, Alter. Termitenbrocken brauchst du? Ja. Haufenweise. Also brauchen wir, weil daraus können wir die Reparaturpaste am einfachsten herstellen. 4 Termitenbrocken sind immer eine Paste.
Ist ja ein Scheiß aufgehoben, ja, oder? Ja, Wolfsspinnen sind schon eklig. Also ich finde die auch ekliger als so eine. Ja gut. Eine Vogelspinne ist ja haariger, ne? Und die Beine sind so unterm Körper mäßig. Wolfsspinnen finde ich schon ekliger, Alter. Wolfsspinnen sind schon echt. Das ist geil. Ich hole dir gerade echt die Termitenbrocken, ah. Alter. Sehr gut. Sterben die schnell mit deinem Stab? Nee. Nein. Nicht? Nee. Du, was können wir denn gegen Termiten machen, diese Kacknervensägen, hä? Ist da nicht dein Eisknüppel voll nichts, stark gegen? Das ist alles scheiße. Alles. Hm. Tanken wie blöde. Aha! Jungs. Ich hab was für euch. Schade. Den im Bau haben wir noch immer nicht, ne? Also im Baum. Oder hast du den jetzt geholt? Wenn sie so gestunt ist, kann ich den Angriff ja aufladen, oder? Mit wem hast du geredet? Mit dir, Reapers. Was denn? Den im Baum. Den haben wir noch nicht, ne? Nee, ich habe keine Bombe. Das musst du dem Boy sagen. Den Bomber im Team. Reapers wollen wir auf eine krasse Mission geben. Wie geht die? Hier ist eine Tür, die geht nur auf, wenn man alle 8 Verteidigungs-Events macht. Ja. Ich würde gerne mit dir alle 8 Verteidigungs-Events machen. Akzeptiert. Ist das eine geile Mission? Ist das eine geile Mission? Das ist eine geile Mission und ich würde auch gerne wünschen, dass die anderen dabei sind. Und da gibt es bestimmt was richtig, richtig Geiles und Romatra hat sich schon spoilern lassen, was es dort gibt. Sei ehrlich, Romatra. Das sind Sachen, das so weit backtrackt ihr in 100 Jahren nicht. Niemals. Ich sag, wir können das Game jetzt noch weitere 30 Stunden spielen und ihr findet das nicht. Was niemals. Denn? Niemals. Hä, die Verteidigungsstation, die ist so klar. Nein, die Verteidigungs, die finden wir, ja. Aber wo ihr danach hin müsst, um das zu öffnen, da werdet ihr nie im Leben step wieder hingegangen. Erstmal Step by Step. Aber das heißt, ich habe recht, du hast dich von den Zuschauern da spoilern lassen. Nee, ich habe tatsächlich einfach gegoogelt. Ich wollte nämlich, weil wir haben doch das Problem, dass wir unsere Waffen nicht upgraden können, richtig? Ihr seid solche PSG-Andys. So. Ja. So, wir können die Waffen nicht endlos upgraden. Es gibt aber ein Rezept, wo du auch mit Saft und Teilen deine Sachen upgraden kannst. Ja, auch das noch eins wir. Höher. Genau. Das machen wir. Das ist nicht Backseat Game, so spielt man das Spiel. Ich würde auch sagen, das ist ja, doch... Okay. Stimmt, da stimme ich sogar zu, tatsächlich. Ich habe doch jetzt keinen, also aber entweder... aktiv danach zu suchen ist schon ein bisschen, ne? So, jo, wie mache ich jetzt das und das am besten, was ist das Stärkste und sowas. Aber wenn das so ein Ding ist, wo du nicht selbst drauf kommst, dann ist das okay, auch für mich. Ja. So, ich habe halt, keine Ahnung, die andere Möglichkeit, die wir jetzt sonst gehabt hätten, wäre, dass wir jetzt ziellos durch die Map suchen und diese Quarzitbrocken suchen. Und das finde ich ehrlich gesagt richtig scheiße. Das finde ich richtig scheiße. Wir kommen nicht weiter, ja. Dann ist es das, Steph, dann machen wir das. Wie, dann können wir unsere Waffen bis auf Stufe 10 mit Saft und noch was bringen, oder wie? So hab ich's verstanden, ja. Was Saft und was noch Saft? Saft ist falsch. Sag was anderes. Saft und Spider-Fan, Saft und Ladybird Shell. Ja, okay. Also easy Baby-Ressourcen. Ja. Nee, auf Level 10 nicht. Das Supreme Redstone, da müssen wir dann noch mal was anderes finden. Das geht dann mit Saft und Black Hold Oaks Horn. Aber erstmal, also ich würde jetzt erstmal gerne das freischalten. Dass wir unsere Waffen easy auf 8 kriegen oder auf 7 wenigstens alle. Ja. Und Rüstung. Aber das werden wir noch nicht schaffen. Ich weiß nicht. Also wir können jetzt. Also ich würde jetzt direkt mal losgehen und den einen machen, den wir da hinten schon gefunden haben. Mit Reapers. Wir sind ganz viele bei. Big X Odin, Dankeschön für 2 Monate. Liebe geht raus. Wir müssen 8 Stück machen. Dann komme ich zurück zur Base und mach mit. Da werden dann die Gegner schwerer? Manche sind schon schwerer als andere, ja, das ist sicher. Und was ist, wenn wir dieses dieses Kieselsteingeschütz uns da hinbauen? Wäre witzig, wenn wir da jedes Mal so eine kleine Mini-Basis bauen. Schnitzprofi habe ich bekommen, Mutation. Was kann das? Schnitzprofi? Habt ihr bestimmt schon? Nee. Ach, das ist der Magier-Scheiß. Ja. Ah, was? Durch die Bärschung ausreichend. Ich würde sehr gerne mein Schwert leveln, ey. Sind das infizierte Zecken hier? Sind die dumm? 19 Termitenbrocken.
Ja, das war gar nicht so viel eigentlich. Haben wir auch, also. Alleine, die hast du auch in der Kleine geholt. Okay. Was denn? Bitte? Termitenbrocken, wie viel hast du bei dem Ausflug geholt? Ich hab nicht viel, ich hab den König getötet. Gut. Termiten, Mandibeln 7 und Brocken 14. Sehr gut. Ich will jetzt mein Schwert leveln. Es gibt ein Schwertskill, Romatra, versprochen. Weiß ich nicht. Was? Hast du mir eben gesagt? Ich hab gesagt, ich denke, also, das Ding ist, G-Time hat auch den Schwertskill, dachte ich. Ja. Ich beschädige meine Milchmolare nicht. Gibt es ein Schwertskill? Okay. Milchmolare ist gerade geil. Ich liebe den Milchmolare. Ich liebe den Milchmolare. Vielen Dank für das. Danke. G-Time, gibt es einen. Ja, es gibt einen Schwertskill. Was bringt der? Ist der stark? Der macht, wenn du Gegner hättest, dass sie schwächer werden, also dass sie weniger Damage machen. Guck. Das gefällt dir nicht, ne? Du willst einfach mehr Damage machen. Nee. Okay, weil du hast gar nicht reagiert, nachdem G-Time dir geantwortet hat. Ich bin im Kampf, ja, ich level den jetzt direkt. Hat mich überzeugt, abgeholt. Kienzapfen geben dir nur 2, wenn du einen abbaust? Aber doch nicht. Schlecht ist es. 200 Ameisen töten. Digga, das sind aber auch viele, Mann. Ich bin voll im Ameisenhügel hier drin. Die Drecksviecher laufen auch weg, wenn sie kassieren. Digga, wie viele sind das? Zauberzeit. Come on. Das Ding ist, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das dann freischalten. Mit dem Upgraden der Waffen. Das müssen wir eh machen. Also es kann sein. Weil ich habe halt ich wollte dann schauen, wie wir das hinkriegen, und dann stand, da ist ein Chip hier und dort. Und das Einzige, was noch fehlt, ist halt. Ja, müssen wir schauen. Also ich würde es auf jeden Fall trotzdem machen. Da ist eine Tür, die ist zu, wir müssen 8 dieser Teile verteidigen. Ich würde es einfach machen. So, ich bin in der Base. So, alles eingelagert wieder. Ich bin ein krasser Motherfucker. Da ist es, Schwertmeister 1, Mutation entdeckt, geil. Ach, du suchst eine Mutation, das hätte ich auch sagen können, die habe ich. Ich dachte, du suchst einen Talisman. Der hat sich ja komplett geheilt, are you fucking kidding me, man? Osterschleifstein. Digga, sind hier viele Ameisen, Mann. Die haben mir gar nichts getan. Also es gibt auf jeden Fall noch einen Talisman, das weiß ich. Weil das war früher eine Mutation. Das war ursprünglich die Schwertmeister-Mutation. Die hat dann gemacht, dass dein Schwert sich gegen repariert. Und das gibt's jetzt als Talisman für jede Waffe. Oh, das ist krank. Komplett OP. Diese schwarze Nashornkäfer sind so entspannt jetzt. Ich weiß nicht. Das ist... Diese richtigen Big Boys. Ich würde es jetzt richtig fühlen, Chat, wenn Romatra hingeht und sich einfach ergoogelt, wo er den findet, den Talisman, und sich den holt. Das ist es, Schwertmeister. Mir gefällt und weg. Ich habe nur gesagt, dass mir Grounded sehr gefällt. Witzig. Sam. Okay, warum gehen wir los? Viele? Nö, ich muss heim. Ich bin schon die ganze Zeit unterwegs, das weißt du? Wo sind denn die? Den Tor-Talisman? Wieso, was macht der Tor-Talisman? Siehst du. Ich kann nur sagen, dass du sie siehst. Doch. Ah, ja, doch, die sind mit diesem X markiert. So, das X markiert die Stelle, Romatra. Wechsel? Ich würde direkt zu dem da unten gehen hier. Ich habe so ein volles Inventory. Da ist einer und hier ist einer. Okay, ich weiß schon mal, wo zwei sind auf der Karte.
Ich weiß, also, drei sind du, auf der Karte. Kurz, sagst du also, der Säurestab lohnt oder lohnt nicht? Ich sage nein. Echt? Du kannst ihn haben von mir. Also zum Kiten, also zum Abhauen ist der gut. Warum, baitet der die weg oder was macht er? Nee, der fliegt extrem langsam. Also er ist wirklich vierfach so langsam wie du. Die sind fast auf einem Fleck, die Schüsse, so langsam sind die. Und alles, was okay. da reinläuft, wird zu 25% gestunt. Ja, kann aber sehr nützlich für das sein, was wir jetzt machen wollen, ne? So das ja. Defenden von so einem Scheiß. Ich habe ein Skelett gefunden, Jungs. Geil. Und der hat Sachen dabei. Praktikantenabzeichen. Ja, oh, dann das kriegst sind Talisman. Dann kriegst du jetzt einen Talisman. Welchen denn? So random finde ich die. Ja, ja. Da, Praktikantenabzeichen, das ist ein Talisman, ja. Was mache ich jetzt damit? In deinen Talisman-Slot. Den hast du jetzt im Inventar und da musst du den ausrüsten. Da kannst du aber kein Dings mehr hier, so eine Pusteblume haben halt, weil du das dann da dran hast. Die muss man ins Schnellinventar packen. Okay, das ist Schleppkapazität plus Bewegungstempo minus. Eieiei. Max, schenke ich dir. Schenke ich dir, Max. Oha, aber Bewegungstempo ist gar nicht wirklich low. Bin immer noch genauso schnell. Max sagt nichts dazu, okay. Ich bin immer noch am Verhalten. Ich will, nimm das nicht. Zum Farmen? Kannst du noch mehr tragen? Dann ja. Oh mein Gott! Rumatra, diese Höhle, in die ich gesprungen bin, wo dieser Talisman ist. Das ist der Eingang zu den 5 Zähnen. Ja! Jetzt? Geil. Weihnachten, Freunde! Achtet jetzt auf euren Bildschirm. Und ich will, dass ihr was sagt dazu. Digga, die verkloppen mich. Noch einer. Das ist geil, Alter. Aber ich würde jetzt so gerne losgehen einer. Und meine Mission machen. Ja, ist das satisfying. Und noch einer. Das ist es. Das und dann haben wir noch komplett. Den im Baum. Und noch den jetzt. Und noch einer. Oh. War das geil oder war das geil? Wow, total. Zu Boden gerangelt. Ich hab meine Ausdauer nicht. Ich will einfach so das heilen. Schleppkapazität macht einfach nur, dass wir dann mehr. Ich versteh's nicht ganz. Dass wir mehr tragen können an sich oder nur, wenn wir so Holzbalken und sowas auf Schulter tragen? Bestimmt Schultern. Ja, ne? Aber plus wie viel ist die Frage? Müssen wir jetzt an der Base testen. Bin mich gespannt. Oh ey, ihr müsst euch jetzt leveln, ne? Wir haben Zähne wie blöde. Ihr könnt locker 2 Stufen machen. Zweimal könnt ihr euch bestimmt leveln jetzt. GTM hat schon. Der ist so schnell nach unten gesprintet, habe ich noch nie gesehen. Echt? Ich hatte 13 Zähne, die ich ausgeben konnte. Ja, das schmeckt auch. Sag's doch. Ich habe so doll Zähne gerade. So, Rumatra, also da weißt du, wie lange ich schon da nicht mehr unten war in diesem Keller. Ja, ja. Aber ich hatte auch 10. Ich hatte 10. Nee. Ich habe gerade in der Expedition 9 gesammelt. Ja, ja, deswegen. Das Kevin. Ist halt krank. Das Ding ist, jetzt aber sind 9 nicht mehr so. Wisst ihr, wir können jetzt 2 Rüstungen machen oder 3 maximal. Ja. Aber das hat schon gut geschmeckt, sag ich. Ich find's so geil, wie wir die inzwischen einfach verkloppen, ne? Die machen keinen Aua. Und rot. Rot ist gestorben. Hätte gepasst. Alter, hab ich Sachen gesammelt. Was war das für eine Expedition? Pervers. Super Spinnengift, alles ist drin. Boom. Man fühlt sich immer wohler, wenn man hier nach Hause kommt. Ist richtig. Was ist hier für ein Scheiß? Also das muss ins Schnellinventory, sagst du? Vitam, das Perk? Ja. Wie gesagt, es gibt aber noch ganz viele andere. Naja, die sind so geheim, die sind so ein bisschen versteckt, ne? Ich teste jetzt mal, wie viel kann ich denn ohne tragen? 5. Und mit? Essen? Stimmt nicht. Ich kann nicht mehr tragen mit dem. Das ist für was anderes.
Mann, geil. Ist das vielleicht, dass die Stackgrößen oder so erhöht sind nochmal? Ach, rechts, wo deine Puste. Ach, das muss auf den 7. Slot sein. Ja, ja, genau. Da, wo die Pusteblume ist. Der 7. Slot? Haben wir irgendwo noch Essen hier? Nee. Geht immer noch nicht. Stell die Eier, sonst werden die zu Bomben, stimmt. Max, hast du ein Stack Pfeile mit gerade? Ist oben in der. In nee, einer du, das würde ich gerne wissen. Nee. Hab ich nicht. Rechts, ganz rechts, hä? Warum sagt mein Chat ganz rechts? Oben rechts im Inventar. Ach, in die Nebenhand, oder was? Ach nee, hier, Buße, jetzt versteh ich's. Was ist jetzt los? Hier muss es hin. Oh. Ja, und jetzt bin ich auch langsamer, ich merk's. Hab jetzt 6 Bomben. Dank. Kann nochmal Bomben holen. Wollt ihr mich verarschen? Na? Was? Guck mich an! What the fuck? Digga, also das und dazu jetzt noch die Ameisenrüstung. Ja, das sind ja nochmal 3, oder? Hä, wie krank. Digga, okay, ich lasse in der Base, wenn jemand so farmen geht, dann. Da kriege ich fast Bock für G-Time zu farmen, Alter. Warum habe ich jetzt denn hier eins zu viel in der Hand? Ich lass liegen. Wie sehr würde uns das boosten, Gamers Time, wenn ich jetzt höllen viel Holz ranhole? Also wenn du jetzt höllen viel Holz ranholst, dann zimmer ich uns hier die geisteskrankeste Basis hin. Okay, dann nehme ich das schon. Ey, habt ihr schon den. Ey, kommt mal mit, habt ihr schon den Montana Black Raum hier gesehen? Guckt's euch an. Zeig mal. Alles Glas, Max? Alles mit LEDs. Wie geil. Du musst mal bei Nacht hier reingehen. Jo, wie viel Pilzbrei du auch herstellst, so okay, geil. Okay, das sieht richtig geil aus, Kevin. GG, was eine geile Alter. Base, das sieht aus wie eine Hobbitshöhle. Hier, nimm mal das hier, Max. Ja, wo bist du? Hinten, bei der LED im Montana Black Raum. Ich finde immer Kistenübergaben besser, aber mach. Okay, hab's. Praktikantenabzeichen, geil, danke. Und das tue ich jetzt in meinen rechts. Slot. Zubehör, ja. Zubehör. Nicht 7. Slot, sondern rechts Zubehör. Ja, genau. Und dann brauche ich die Ameisenrüstung und kann alles tragen, was es gibt. Korrekt? Ja, 15 oder 18 mit Ameise. Kannst du dann tragen? Also so ein ganzes Ding kannst du voll machen eigentlich. Wir haben keinen Ameisenhelm. Doch, wir haben. Zwei Rüstungshelme, zwei Rüstungs. Hab's. 1, 2, 3. Willst du mir deinen Stab geben, Keule? Dann teste ich den, ob ich den mache oder nicht. Ja. Fallen lassen. Ich hab den schon auf Level 5, damit man sieht, ob der gut ist, aber es hält sich stark. Wo ist denn ein richtig geiles Holzgebiet? Sonst machen wir uns eine Zipline, dass wir brauchen doch auch derbe viel Holz, wo man halt immer hin und her segelt, einfach ganz entspannt. Spawnen Holzbäume? Ja, die spawnen. Oh ja, den Zahn muss ich auch noch machen. Ich bin hier. Ja. Ach, scheiße. Ich würde jetzt mal ein so Ding schauen, ob ich es machen kann. Das ist hier übel im Stadtgebiet. Ich one-shotte hier jeden Gegner. Also ich bin hier alles am One-Shot. Ich werde mal probieren, ob ich den alleine hinkriege, diesen Turbo-Mixer hier. Mach. Haben wir Max und ich haben auch alleine einen Easy gemacht am Anfangsgebiet. Was ist. Achso, okay, das ist jetzt. Weil sonst, also wenn ich jetzt immer warte, bis alle da sind zu diesem Ding, dann kommen wir gar nicht. Aber ich komme jetzt auch, ne? Ich hab halt. Okay. Ich hab ja, halt. Ich one-shotte hier alles, ne? Da ist die. Kacke. Sie, hier unten läuft schon wieder diese Verseuchte. Max, bist du in der Base? Ich bin bei der Base, ja. Bomb mal bitte unten den Dings für den Zahn weg. Mach ich gleich. Die infizierte Spinne läuft auch draußen wieder rum. Die müssen wir noch. Ja, die müssen wir gleich wieder einmal entfernen. Das suche ich. Ach ja. Aber nicht bei mir, oder? Nee, die ist draußen, unter unserer Base draußen am rumlaufen. Jetzt mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sind die dumm? Die natzen dich ein bisschen, ne? Ich bin tot. Ne, die natzen mich nicht, die natzen das Teil. Das sind nur Fernkampfviecher, die das Ding.
Ich bin mal ganz kurz AFK.